Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Ich darf Sie herzlich begrüßen hier in der Bayer Arena. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen auch heute wieder Ihre Kommentatoren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Bayer Leverkusen gegen VfL Wolfsburg. Es gibt Freundschaftsspiele, da spürt man, es ist einiges drin. Und das hier ist so eine Partie, könnte sehr interessant werden. Auf ihn wird's ankommen heute, da bin ich sicher. Ja, und seine Schnelligkeit werden sie nutzen wollen, ist ja völlig klar. Die kann er ein ums andere Mal ausspielen. Und da sehen wir die heutige Aufstellung von Bayer Leverkusen. Im Tor sehen wir Lukas Radetzky. Kerem Demirbay steht zusammen mit Charles Aranguiz im Mittelfeld. Und der einzige Stürmer ist Patrick Schick. Die Aufstellung des VfL Wolfsburg, so gehen sie in diese Begegnung. Taktisch sieht das bei Ihnen nach einem 3-4-3 aus, Buschi. Und damit können wir uns, so vermute ich zumindest, auf sehr, sehr viel Flügelspiel einstellen. Also eine wichtige Rolle für die Außenstürmer. Der Fußballboom geht weiter, er hört einfach nicht auf. Und das beste Beispiel ist diese Kulisse hier. Die Leute lieben diesen Sport einfach. Die Begeisterung lässt nicht nach, weltweit. Anstoß Bayer. Und damit läuft das Spiel dann endlich. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Die Chance hier. Das ist die Chance jetzt. Da ist das Tor. Da war natürlich aber auch wirklich alles offen. Da ist das Tor leer. Der Fehler passiert schon deutlich vorher und dann ist der Treffer Formsache. Dafür sind sie zu gut, sind sie zu clever. Das machen sie, ist ja keine Frage. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Er kann sich durchsetzen. Oh, da ist er durch. Er muss da zum Foul greifen. Ah, oh, das könnte rot sein. Da hat er keine Wahl. Er muss rot gehen. Klare Notbremse, richtige Entscheidung. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Spielt den Ball kurz. Ja, und das ist abseits, das war fast zu ahnen. Weil die Abwehr natürlich sieht, sie bewegen sich nicht genug, sind zu statisch im Zentrum. Und eine clevere Abwehr, die nutzt sowas eben aus. Dem hierbei. Moussa Diaby fängt diesen Ball ab. Gutes Dribbling jetzt. Abwehr muss aufpassen. Sie bekommen den Einwurf. Und jetzt kriegt er doch noch seine Strafe. Der Schiri belässt es allerdings bei Gelb. Ja, für mich geht das in Ordnung, Wolf. Hartes Einsteigen, aber nicht überhart. Sie lassen den Platz für die Flanke. Flanke kommt nicht durch. Klar, das gibt hier Einwurf. Gibt hier doch noch Freistoß, da hat er erst weiterlaufen lassen, aber es ergab sich keine richtige Gelegenheit. Führt den Freistoß kurz aus. Charles Aranguiz. Schick!
Schön dazwischen gegangen. Macht er ihn! Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Schick! So, leichtes Durchatmen hier nach diesem Zweikampf. Gute Möglichkeit, aber abgepfiffen. Die Fahne ist oben. Und selbst in der Wiederholung ist das schwer zu sehen, aber ich denke, er lag richtig. Steffen. Ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Dem hierbei. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Jetzt könnte die Chance entstehen. Und sie pfeift den Vorteil doch ab. Freistoß. Ballverlust. Guter Vorstoß jetzt. Schick. Ja, sie können erstmal klären. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Ja, mit viel Übersicht. Da müssen sie aufpassen. Super Tor. Und auch ein klasse Konter, genauso macht man das, genauso will das der Trainer sehen. Da haben sie ihr Tempo ausgespielt, ihre Übersicht und ihre Kaltschnäuzigkeit. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Machen Sie jetzt gut. Gute Aktion. Da hat er erst Vorteil entschieden, aber jetzt doch abgepfiffen. Mit der Grätsche holt er sich den Ball. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Und jetzt vielleicht die Leverkusener. Einer der Spieler scheint sich hier verletzt zu haben. Und deswegen unterbricht der Schiri auch kurz das Spiel. Gibt jetzt hier doch noch gelb. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ja, ich finde das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich gelbwürdig. Sie müssen wechseln. Der Spieler ist verletzt und kann nicht weiterspielen. Schade für ihn. Mal sehen, ob ihn der neue Mann adäquat ersetzen kann. Und jetzt geht's hier weiter. Nämlich mit einem Schiedsrichterball. Und damit sind sie am Ball. Super durchgesetzt. Oh, das sieht nicht gut aus. Könnte gelb geben. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Freistoß kommt rein. Moussa Diaby. Ball ist im Tor, aber ganz klar. Zählen kann das Ding nicht. Ist abseits, Wolf. Wissen Sie auch, niemand beschwert sich. Kein Grund zur Aufregung. Dann am Ende ein misslungener Angriff. Freien Raum. Sie haben den Ball. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Sie verlieren hier den Ball. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Jetzt die Gelegenheit. Aktion geht weiter. Sah gefährlich aus dieser kurzen Distanz. Aber Castells macht das natürlich klasse.
Und jetzt kriegt er doch noch seine Strafe. Der Schiri belässt es allerdings bei Gelb. Ja, für mich geht das in Ordnung, Wolf. Hartes Einsteigen, aber nicht überhart. Ecke wird kurz ausgeführt. Karim Bellarabi. Ball kommt in die Mitte. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Abseits. Absolut klare Entscheidung. Schirmt den Ball gut ab. Guter Steilpass hier. Macht er gut. Klasse gespielt. Riesenchance, aber Kun Castells verhindert das Tor aus der kurzen Entfernung. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Die Ecke kommt. Wir gehen in die Pause in diesem Spiel, Buschi, und über den Platzverweis müssen wir noch mal reden. Ja, letzten Endes bleibt dem Schiri da keine andere Wahl. Für mich war das die richtige Entscheidung und sie sollten das jetzt abhaken. Es ist immer noch alles drin. Wolfsburg jetzt also mit dem Anstoß zu dieser zweiten Hälfte. Er geht schön dazwischen. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Ja, der Keeper hat ihn. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Also ich glaube, mit dem Tor kann er zufrieden sein, aber da geht noch mehr. Bislang nur das Unentschieden. Vielleicht muss er sie oder kann er sie noch stärker mitreißen. Ball ist weg. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Schönes Zuspiel hier. Der Konter war Weltklasse, der Abschluss eher nicht. Nee, Wolf. Und jetzt werden sie sich natürlich ärgern. Das war eine richtig gute Chance. Ja, ich kann den Frust verstehen, wenn du als eigentlich stärkeres Team dann doch nur dem Remis entgegengehst. Das ist bitter. Aber das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Sie haben kaum klare Chancen. Das ist alles halbherzig. Da hat so ein wenig die Präzision gefehlt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Wir sehen den Wechsel. Gut dazwischen gegangen. Schöne Aktion. Ja, könnte was werden. Ah, da lässt er die klasse Chance liegen aus kürzester Entfernung. Ich weiß, klingt immer doof, aber den muss er machen. Da muss der Trainer nun an sein Team denken. Er nimmt den vorbelasteten Spieler runter, damit sie nicht auch noch in Unterzahl spielen müssen. Eine nachvollziehbare Entscheidung. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Jetzt haben sie den Ball wieder. Mitchell Becker. Robert Andrich. Da wäre vielleicht Platz für Leverkusen. Paulinho!
Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Gut durchgesetzt. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Vorteil für Wolfsburg. Bayer weiter mit dem Ball. Schöne Pässe jetzt. Flanke kommt in die Mitte. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Steffen. Schön vorbeigekommen. Das könnte gefährlich werden. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Duelinuke. Er ist frei, da kann was draus werden. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Ja, wird Einwurf geben, kommt dann nicht mehr ran an diesen Pass. Gibt jetzt hier doch noch Gelb. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ja, ich finde das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich gelbwürdig. Sie holen sich den Ballbesitz. Der Wille ist da, kurz vor Schluss drücken sie auf den Siegtreffer. Ballgewinn, gefährliche Position. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Gelingt Leverkusen spät noch der Sieg, die Fans glauben dran. Sie können den Pass unterbinden. Und jetzt vielleicht die Leverkusener. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Sie können kontern. Ballverlust, ja, kein guter Konter. So darf man es natürlich nicht machen. Aranguiz. Das ist ein vielversprechender Pass. Karim Bellarabi. Klasse geklärt. Letzte Chance zur Führung. Es gibt noch mal Ecke. Zwei Minuten mehr nachgespielt. Sichere Beute für den Keeper. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Guter Einsatz, das war wichtig. Der Schiedsrichter beendet die zweite Hälfte. Wir haben keinen Sieger.